letztendlich Workshop sind diese additional properties, also das ist so ganz, ganz tief im System drin. Da bin ich auch über jeden. MusicMaster ist natürlich ein Programm, eine Software, die weltweit verwendet und genutzt wird von vielen großen Radiostationen. Was ist der Vorteil an MusicMaster? Das ist doch ganz klar. Dann ist es auch ein extrem einfaches System. Ich komme schnell zu den Punkten, wo ich hin muss. Egal welche Idee ich habe, das Programm kann mit mir gehen. Programmplanung, die Musikplanung ist unheimlich effizient. Man hat wahnsinnig viele Möglichkeiten. Seit ich mit MusicMaster arbeite, erledigt er für mich das, was ich früher noch von Hand machen musste, was mich etwa 2 Stunden mehr pro Woche gekostet hat an Zeit. Ich habe mir einfach nur noch die Zeit nicht, um darauf zu schauen, dass es am Schluss gut klingt. Die Gesamtheit der Möglichkeiten, die man hat mit MusicMaster, die nutzt jeder ganz individuell. Ich plane zum einen klassische Musik mit dem MusicMaster. Und da ist natürlich die Herausforderung, dass man da unglaublich viele unterschiedliche Musiken hat und dass man da wahnsinnig viele Regeln meistens im Hintergrund laufen hat. Dass es ein Feature gibt, das seinen Bedürfnissen entspricht. Und ich glaube, das kann man über nicht viele Musikplanungssysteme sagen. Was ich am meisten Freude habe im MusicMaster ist der Chart Editor. Das spart einem einfach extrem viel Zeit und Energie, die man vorher einfach investiert hat in Administratives. Die Sache, die ich am meisten schätze neben dem Reconcile, ist wahrscheinlich schon der Quick Overview. Sehe ich auf einen Blick, ist das jetzt ein guter Einsatz oder ist das nicht? It's been growing really fast lately. And as it grows and we have more of these workshops and we meet more new users, we are adding new features to MusicMaster faster than ever before. Ich muss sagen, mit im Vergleich zu all den anderen Systemen, die ich schon erlebt habe, ist MusicMaster ein menschliches System. Man kann immer irgendwen anrufen, wenn man ein Problem hat. Und die Leute hören zu und wissen auch, worum es geht. Das sind Leute, die auch im Radio tätig waren, die wissen, worum es geht. Es ist einfach jedes Gespräch, ob das jetzt mit dem Support ist oder mit dem Berater, der für einen zuständig ist, ist eigentlich immer ein wunderbarer Austausch auf Augenhöhe. Bei Problemen, die Hotline ist wirklich auch 24 Stunden besetzt. Man kann jederzeit anrufen und Hilfe verlangen. Das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl, wenn man mit so einem Programm schafft. Ich hatte plötzlich das Gefühl, wenn ich anrufe und sage, da funktioniert was nicht oder ich hätte was gerne anders, dann hatte ich immer jemanden dran, der mir auch gesagt hat, okay, dann machen wir das oder dann geht das so oder es geht sowieso. Wenn man mit MusicMaster arbeitet, dann ist es natürlich cool, wenn man immer wieder an so einem Genius Day zusammenkommen kann und es werden Fragestellungen behandelt, die einem im Arbeitsalltag mit jeder Garantie begegnet. Ich bin natürlich stolz, dass ich jetzt ein Genius bin. Ich habe eine Urkunde bekommen, wo drauf steht, ich bin ein Advanced MusicMaster User. Ich bin eine riesengroße Familie, aus dessen Erfahrungsschatz man natürlich auch wahnsinnig profitieren kann. Und ich habe schon wirklich schwer zu überzeugende Menschen davon überzeugt, dass das das eigentliche Planungssystem ist und sie sind mittlerweile total glücklich damit. Und ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. MusicMaster ist deswegen ein Top-Tool, um Musik zu planen und ist erfolgreich. Wir haben gute Quoten. Ich führe das auch auf meine und natürlich auf die gute Arbeit von MusicMaster zurück. Good work, MusicMaster.